Hallo, mein Name ist Toni Jeschke, bin Kreisläufer des LAV Hörswerl und ich lade Sie recht herzlich am Samstag zum Spiel gegen Plauen Oberloser 04 ein. Der Lausitzer Handballverein Hoyerswerda wird freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH. Wir machen das. Es ist für mich immer ein neues Abenteuer. Also man erlebt schon zu zweit sehr, sehr viele Dinge. Und hier bin ich eigentlich die meiste Zeit. Ich bin hier im Stall der gleiche wie auf Arbeit, natürlich in einem anderen Outfit und ich rieche auch anders. Also dafür, dass es nicht mein Wunschberuf war, ist es jetzt ein richtiger Traumjob geworden. Macht Spaß! Hallo liebe Zuschauer und ganz herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz in Ihrem Elsterwelle-Fernsehen. Der Hoyerswerder Stadtrat kam am Donnerstagabend zu einer Sondersitzung zusammen. Einziger Tagesordnungspunkt, der Haushaltsentwurf für 2017. Janine Wendt fasst das Geschehen zusammen. Der Haushalt ist ausgeglichen, soweit die positiven Nachrichten. Auch Investitionen sind möglich, allerdings in dieser Höhe nur durch Eingriff in die Liquiditätsreserven. Immerhin 2,6 Millionen Euro werden daraus 2017 abgezogen. Ewig wäre das nicht möglich, betonte Oberbürgermeister Stefan Skora bei seinen einführenden Worten. Die eigene Finanzkraft sei nicht ausreichend, zu sehr wäre man abhängig von den staatlichen Zuweisungen. Das schränke ein. Dieses Thema bewegte offenbar auch die CDU-Fraktion. Die Stadt Hoyerswerda, der Oberbürgermeister hat schon gesagt, ich möchte es noch deutlicher sagen, hat eine große Einkommensschwäche und hängt somit am Tropf staatlicher Zuwendungen. Vor uns liegt ein Papier, in dem es um fast 60 Millionen Euro geht. Und dennoch wäre es eine irrige Meinung, dass wir da hier viel zu verteilen hätten. Real ist, dass, ich sage es, circa 55 Millionen von Gesetzen festgeschriebene Pflichtaufgaben bereits gebunden sind, also schon fest verplant. Der Haushalt ermöglicht es nur, eine Balance zu schaffen zwischen dem Verwirklichen der Gegenwart, des gegenwärtigen Notwendigen und dem Vorbereiten von notwendigen und möglichen Maßnahmen für die Zukunft. Beides gilt es zu bedenken und auch abzuwägen. Gleich nach der Bekanntgabe der ersten Zahlen haben sich deshalb drei Fraktionen, CDU, Linke und SPD, des Stadtrates zusammengesetzt und ihre Sichtweise des Möglichen erarbeitet und der Verwaltung zur Einarbeitung in den Haushalt übergeben. Dies ist nach unserer Auffassung, ohne jetzt da näher einzugehen, auch zum größten Teil gelungen. Anliegen der CDU-Fraktion war es, ein mögliches Optimum zu erreichen und trotz aller Knappheit der Mittel die Pro-Kopf-Verschuldung zu senken. 2011, können wir es ja nachlesen, hatte Hoyerswerda eine Pro-Kopf-Verschuldung von 947 Euro je Einwohner. Und wenn unsere Planung aufgeht, werden es Ende 2017 777 sein. Zum Vergleich, die durchschnittliche Verschuldung in Freiburg-Sachsen betrug Ende 2016 1.356 Euro pro Kopf der Bevölkerung. Ich denke, damit sind wir auf dem richtigen Weg, unseren Enkeln und Kindern und Enkeln, erstmal kommen ja die Kinder, auch noch Gestaltungsmöglichkeiten zu erhalten und nicht nur eine schwere Schuldenlast zu hinterlassen. Denn auch die jüngere Generation soll ihre Lebensfreude in dieser unserer Stadt finden können. Probleme, die in den nächsten Jahren anstehen, sprach Ralf Hähnel von den Linken an. Was wir im Haushalt 2017 noch nicht berücksichtigen müssen, sind die bereits angesprochenen künftigen Abschreibungen. Auf den letzten Seiten im Entwurf vor dem Tabellenteil werden wir wiederholt darauf hingewiesen, was in den Jahren auf uns zukommt.
Unabhängig von uns ist auch die steigende Kreisumlage in den nächsten Jahren. Was wir auch noch nicht haben, ist der Kita-Bedarfsplan und die daraus resultierenden notwendigen Investitionen. Bei unserer Fraktionsklausurtagung zum Haushalt in Schwarzkollen wurden wir vom Wirtschaftsrat sehr deutlich darauf aufmerksam gemacht und konkrete Wünsche geäußert. Wir sind keine Pessimisten, aber wir wissen um die Anstrengungen, die nicht nur in diesem Jahr, sondern in den folgenden Jahren noch verstärkter notwendig sind, um unsere Stadt in einem guten Fahrwasser zu halten. Und trotzdem werfe ich noch ein Problem auf, welches unsere städtischen Einnahmen sogar schmälern könnte. Ich stelle die Frage nach der Gewerbesteuer, die ja eigentlich auch ein legaler Bestandteil der Wirtschaftsförderung sind. Oder ist. Liegen wir gemessen an unserem Umfeld eigentlich immer noch zu hoch? Wir sollten weiter darüber nachdenken, trotz der Bemerkungen, dass unsere Stadt noch am finanziellen Tropf hängt. Zum Schluss noch eine Bitte an alle, Stadtrat und Verwaltung. Gehen wir mit den städtischen Finanzen, wenn auch in größerem Maßstab, so um, wie wir in einem geordneten Haushalt mit den privaten Einnahmen und Ausgaben umgehen. Dann können wir auch mit gutem Gewissen vor unseren Bürgern Rechenschaft ablegen. Danke. Auch in diesem Jahr wurde der Haushaltsplan nicht nur wie gesetzlich vorgeschrieben öffentlich ausgelegt. In einem Bürgerforum wurden die Zahlen auch vorgestellt, hätte mitdiskutiert werden können. Allerdings die Resonanz war mehr als verhalten. Wenn wir von einem Bürgerhaushalt sprechen, denke ich, haben wir zwei Punkte zu besprechen. Zum einen macht das, glaube ich, den Inhalt aus, die Klarheit, die Information, die Transparenz. Und zum zweiten macht es die Mitwirkung aus. Und wenn wir den ersten Teil betrachten, dann können wir zunächst uns das Papier anschauen. Das liegt klar und deutlich vor. Dann haben wir darüber hinaus zum zweiten Mal ein Faltblatt vorliegen. Sicherlich wurde dazu gesagt, das müsste nochmal ein Diagramm zu einem Kreis werden oder umgekehrt. Aber es ist eine kurze, präzise Information zu den Dingen, die wir uns leisten können und die wir uns leisten wollen. Und dann gibt es auch ein wiederholtes Mal eine Bürgerinformationsveranstaltung, die ein Angebot ist. Und natürlich können wir uns darüber beklagen, dass manche Bürgerinnen und Bürger oder vielleicht sogar viele daran nicht interessiert sind. Aber wir sollten nicht davon ablassen, immer wieder diese Angebote zu machen, Interesse an dem klaren Vorgehen von uns oder vom Haushalt zu wecken und den Bürgerinnen und Bürgern dieses Angebot zu machen. Und dann lassen Sie mich auf den zweiten Punkt zu sprechen kommen, das Mitwirken. Es ist richtig, wie in den vergangenen Jahren haben die CDU-Fraktion, die Fraktion Die Linke und die SPD-Fraktion im Vorfeld des Haushaltes sich zusammengesetzt und an unseren Forderungen gesessen. Und wir sind doch froh darüber, dass vieles davon umgesetzt wird. Aber zwei Punkte gibt es dazu zu sagen. Glauben Sie mir, es ist ein schwieriges Unterfangen von drei so verschiedenen Fraktionen mit so verschiedenen Interessensgebieten einen Konsens zu bilden. Da gibt es Telefonkonferenzen, da gibt es Streit, da geht durchaus auch mal ins Persönliche, da bin ich nicht unbetroffen. Es ist ein harter Kampf. Diesen Konsens zu erringen. Das ist das eine. Und dann geht man raus, schüttelt sich und das ist wieder gut. Lassen Sie uns für die kommenden Haushalte, 18 und folgende, einfach alle Stadträte daran teilhaben, nicht bloß drei Fraktionen, sondern beispielsweise auch die Fraktion der Freien Wähler oder das aktive Hoyerswerder, auf der einen Seite ihre Ideen und Gedanken einbringen. Und jetzt kommt natürlich die Bitte, die ich dann an die Verwaltungsspitze und an die Verwaltung habe. Und sind Sie bitte bereit, in so einer gemeinsamen Geschichte zu sagen, ja, diese Idee ist ganz gut, die geht aber so und so nicht, weil dafür Fördermittel beantragt werden oder das geht erst in der Planung dann und dann. Und wenn man das Ganze zusammenfasst, dann könnte es meines Erachtens oder unseres Erachtens als Vorschlag stehen,
dass der Stadtrat sich im Herbst, Herr Oberbürgermeister kennt den Begriff, einen Workshop der Stadträte gibt von Stadträten, die Gedanken einbringen und den Fachbereichsleitern, die sagen, das macht etwas, dass wir in einen Diskussionsprozess treten und dass beide dann mit Hausaufgaben rausgehen, die Verwaltung damit, was lässt sich davon umsetzen und die Stadträte mit Verfeinerungen und Ideen. Und dann haben wir, denke ich, auf dem Weg zu einem richtigen Bürgerhaushalt, wo wir dann auch die Möglichkeit geben, dass Bürgerinnen und Bürger sich einbringen können, denke ich, schon fast drei Viertel geschafft. Mit dem Haushaltsplan soweit zufrieden zeigten sich auch die Freien Wähler. Allerdings gab es Kritik am Prozedere. Diese umfangreichen Investitionen werden nicht in öffentlichen Sitzungen vorbereitet, und vom Stadtrat beschlossen. Bei der Auslegung der Haushaltssatzung ist bereits die Planung der Finanzen weitestgehend abgeschlossen. Wenn es da aus dem Rathaus heißt, eine offensive Bürgerbeteiligung ist und bleibt Ziel des Oberbürgermeisters und der Stadträte, dann kann ich nicht verstehen, warum die von den Ortschaftsräten in unseren Ortsteilen eingerichteten Maßnahmenpläne jedes Jahr im Haushalt keine Berücksichtigung finden. Erst recht nicht, wenn die Ortschaftsräte erst aus dem vorliegenden Entwurf zum Haushaltsplan davon in Kenntnis gesetzt werden. Da haben wir für die nächste Haushaltssatzung noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Nach gut 40 Minuten, in der doch erstaunlich viel Einigkeit demonstriert wurde, ist der Haushalt mit 2 Enthaltungen abgesegnet worden. Ab der kommenden Woche wird im Landkreis Bautzen verstärkt auf Gurtmuffel geachtet. Die Polizei kündigt verstärkte Kontrollen an. Wer von den Beamten erwischt wird, zahlt 30 Euro, bei einem Unfall meist aber mit dem Leben. Vom 10. bis zum 12. April wird übrigens auf dem Rastplatz Oberlausitz an der A4 bei Salzenforst demonstriert, wozu der Gurt da ist. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat macht mit seinem Gurtschlitten und Überschlagsimulator auf dem Parkplatz Station und lädt jeden zur kostenfreien Teilnahme an. Und wir machen eine kurze Pause und sehen uns dann gleich mit den Kurznachrichten wieder. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen. Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer, 2 in 1, erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie im Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Hunderte historische Dokumente, die die Geschichte Hoyerswerdas betreffen, sind jetzt im Breslauer Staatsarchiv von Mitarbeitern des Stadtmuseums entdeckt worden. Dort sind Unterlagen von 1736 bis 1945 gelagert, erklärt Andrzej Sewiczynski vom Deutschen-Polnischen Infobüro. Viele der Akten konnten kopiert werden. Die Auswertung dieser Aufnahmen wird aber noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Und wir machen jetzt weiter mit den Nachrichten des Tages, kurz und kompakt. In der VBH-Arena in Hoyerswerda kämpften am Freitagvormittag 22 Mannschaften aus Hoyerswerda und Umgebung um den Einzug in das Finale der Kita-Olympiade des Landkreises Bautzen. Dabei mussten sich die Mädchen und Jungen an 12 Stationen beweisen. Es ging um Geschicklichkeit, Koordination, Balance und vor allem Kondition. Die letzten Kräfte wurden beim alles entscheidenden Hindernisparcours mobilisiert. Am Ende konnten sich zwar alle Steppkes über eine Medaille freuen, jedoch qualifizierten sich nur die besten 3 Kindertagesstätten. Für die Kitas Märchenland aus Loser, Brüderchen und Schwesterchen aus Laubusch und Sausewind aus Hoyerswerda heißt es jetzt fleißig Sport treiben, damit es am 26. März in Kamenz für den Pokal reicht. Am Donnerstagabend haben Unbekannte in Hoyerswerda einen Opel Astra in der Hermannstraße gestohlen. Das 18 Jahre alte Auslieferfahrzeug eines Pizzadienstes stand mit steckendem Zündschlüssel.
In Lauter meldete dann ein Lkw-Fahrer gegen 2.55 Uhr, dass ein Opel in die Glasfront eines Discountmarktes an der Friedenstraße gefahren war. Gestohlen wurde dort nach ersten Erkenntnissen ein Zigarettenträger mit samt Inhalt. Mindestens zwei Männer luden den Warenträger in den Kofferraum des Opels und fuhren davon. Gegen 4.50 Uhr meldeten Anwohner des Grünewaldrings in Hoyerswerda schließlich einen Mülltonnenbrand. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass kein Abfallbehälter, sondern der gesuchte Opel Astra an dem Waldrand brannte. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen und vermutet, dass es sich bei den Tätern um Einheimische handelt. Hinweise nimmt das Polizeirevier telefonisch unter 03571 4560 entgegen. Ab der kommenden Woche wird im Landkreis Bautzen verstärkt auf Gurtmuffel geachtet. Die Polizei kündigt verstärkte Kontrollen an. Wer von den Beamten erwischt wird, zahlt 30 Euro, bei einem Unfall meist aber mit dem Leben. Vom 10. bis 12. April wird übrigens auf dem Rastplatz Oberlausitz an der A4 bei Salzenforst demonstriert, wozu der Gurt da ist. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat macht mit seinem Gurtschlitten und Überschlagssimulator auf dem Parkplatz Station und lädt jeden zur kostenfreien Teilnahme ein. Für einen Unfall mit Fahrerflucht in Hoyerswerda werden dringend Zeugen gesucht. Dabei ist am Dienstag, 7. März, gegen 17 Uhr an der Grundschule an der Elster ein hellblauer Hyundai i30 am vorderen Kotflügel beschädigt worden. Der Verursacher fuhr ein weißes, graues oder silbernes Fahrzeug und müsste auch deutliche Spuren davon getragen haben. Hinweise bitte telefonisch an 0157 51 95 2937. Die Grundschule am Lauboscher Markt ist Thema der Stadtratssitzung in Lauter am Montag. Konkret geht es um das Raumprogramm, nachdem die Planungsleistungen ausgeschrieben werden sollen. Weiterhin auf der Tagesordnung ist die Entsendung eines neuen Vertreters in den Zweckverband Lausitzer Seenland sowie Informationen von Bürgermeister Frank Lehmann. Die Sitzung im Lautech beginnt um 18 Uhr mit einer Fragestunde für Einwohner. In der Handball-Sachsenliga ist Florian Glatter heute in der Sendereihe Nichts los hier zu Gast. Beim LHV Hoyerswerda absolvierte er ein Training. Hallo, mein Name ist Kathi Ide und ich bin Spielerin der ersten Frauenmannschaft des SC Hoyerswerda. Dieses Wochenende gehen wir wieder auf Punktejagd. Gegner ist der SV Kovik Görlitz. Wir freuen uns auf euch, seid dabei. Bis dahin, tschüss. Die Handballerinnen vom SC Hoyerswerda werden freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH, wir machen das. Nichts los hier? Oh doch! Ja, am Samstag ist es wieder soweit. Das nächste Spiel der Männermannschaft des LHV Hoyerswerda steht an. Sie haben es gerade schon gehört in den Nachrichten. An meiner Seite steht jetzt der Trainer Conny Böhme und wir sprechen heute mal über den Handball. Erste Frage, Platz 5 ist es aktuell in der Tabelle. Ziel erreicht? Tja, ich glaube, man erreicht seine Ziele nie. Ansonsten würde man nicht trainieren müssen. Ne? Wir wollen schon noch versuchen, den 4. Platz anzugreifen. Aber mit dem Platz 5 sind wir nach unserem Umbruch dieses Jahr auch gut zufrieden. Ich merke schon, also du klingst auch relativ zufrieden. Das ist schon mal gut. Ich denke mal, die Spieler sind dann demzufolge auch zufrieden. Das muss die Spieler fragen. Ich hoffe es mal. Ne? Also die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut zurzeit. Alle sind von den jungen Spielern super aufgenommen worden. Das Umfeld passt alles. Ja, macht Spaß zurzeit. Ja, das freut einen immer zu hören. Für die, die den Handball jetzt nicht kennen und auch nicht regelmäßig zu den Spielen kommen, wie funktioniert das? Hoffentlich. Es sind hoffentlich wenige, die zu den Spielen nicht kommen. Ne? Also wir laden alle gerne ein, zu unseren Spielen zu kommen. Ja, wie funktioniert das? Im Prinzip ist es ganz einfach. Das kleine Ball muss in das Tor rein. Das ist das grobe Handballspiel. Ne? Und die anderen Regeln wirst du heute noch kennenlernen, denke ich mal. Ne? Ja, du spielst schon auf was an. Ja, wir werden sehen. Ja. Nein, gehen wir mal genau in die Regelmaterie rein. Natürlich muss man am Ende Tore schießen. Es gibt aber bestimmt vieles zu beachten, oder? Ja, die Handballregeln sind schon sehr komplex.
die einfachsten, sage ich mal so, was man beachten muss, ist, dass man halt diesen 6-Meter-Kreis, den es vor jedem Tor gibt, nicht betreten darf. Heißt, man muss immer von mindestens 6 Meter Entfernung aufs Tor werfen. Reinspringen darf man, aber ansonsten nicht so übertreten. 3 Schritte machen, ohne zu prellen. Ja, aber ansonsten ist es... Es gibt noch viele andere Regeln, Freiwürfe, 7 Meter, alles drum und dran. Aber das würde, glaube ich, jetzt zu lange dauern, das alles zu erklären. Gut, ich glaube, wir haben das Wichtigste auch erstmal genannt. Wenn ich jetzt anfangen möchte, beziehungsweise wir machen ja gleich dann noch eine schöne Trainingseinheit mit. Was muss man können? Muss man irgendwelche Vorkenntnisse haben? Man kann bei uns ja ab dem Grundschulalter anfangen. Das ist ja durch die VBA-Handball-Grundschullehrer, die wir haben, ist das sozusagen der ganz leichte Einstieg, nach dem Kindersport anzufangen. Braucht man absolut keine Grundkenntnisse. Wir fangen auch an, erstmal so mit dem Ball ein bisschen Freund zu werden, viele Spielformen zu machen. Und dann geht es halt über F, E, D, C, B, A-Jugend bis zum Männer nach oben, wo die alles recht spezifisch wird dann. Und dann man als hoffentlich komplett ausgebildeter Handballspieler oben ankommt. Wir haben vor dem Interview schon ein bisschen gesprochen. Ich habe mal mitgespielt beim LHV für ein paar Trainingseinheiten, ein paar Spiele. Die meisten haben dann Angst vor dem Ball. Das ist in dem Alter ganz normal, als ich so 8, 9 war. Das hast du gesagt. Habe ich gar nicht gesagt. Doch, du hast gesagt, das ist normal. Ja, für einen Torhüter, dass er ein bisschen Angst hat. Nein, da sollte eigentlich keine Angst haben, der Torhüter. Aber wir haben auch jetzt neuerdings auch ganz schöne, weiche Schaumstoffbälle. Vielleicht wäre es da noch Handball drin, wenn wir die damals gehabt hätten. Ne? Ja, also Angst vor dem Ball braucht eigentlich keiner haben. Weil man spielt sich die Bälle normalerweise nur zu. Es sei denn, man ist so ein bisschen verrückt und geht ins Tor. Die haben alle, sag ich mal, einen kleinen Klatsch, die da reingehen, aber das sind meistens die entscheidenden Leute im Handball. Aber dadurch sollte man keine Angst haben, aber ansonsten verliert man die Angst auch relativ schnell. Was sollte man denn noch nicht haben, wenn man hier mitmachen möchte? Oder was sollte man haben? Spaß sollte man haben. Also Spaß an der Bewegung, Spaß an einem Team zu spielen, weil Handball ist halt ein Teamsport. Man muss immer an seine Mitspieler auch ein bisschen nach ausrichten und nicht denken, man ist so der alleinige Held auf dem Feld. Das ist entscheidend. Ansonsten, tja, ein bisschen sportliche Grundlagen sind immer gut, aber auch nicht unbedingt Voraussetzung. Also die erste Männermannschaft, wir haben es vorhin schon angesprochen, die spielen ja regelmäßig im Punktspielbetrieb mit. Wie sieht es bei den anderen aus? Bei uns spielen, wie gesagt, alle Mannschaften im Punktspielbetrieb, von der F-Jugend bis zum A-Jugendlichen nach oben. Und wir spielen da von der F bis zur E-Jugend im Kreis und danach in der Sachsenliga, was fast die höchste Spielklasse und Altersklasse ist, was auch unser Ansporn ist als Verein, da wir als Talentestützpunkt schon da bestrebt sind, die Kinder bestmöglich auszubilden. Heißt, hier kann also auch jeder bei einem richtigen Punktspiel sein Bestes geben und beim Training natürlich sowieso. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir quatschen gar nicht mehr lange rum, du zeigst mir jetzt einfach mal, wie das geht. Das ist richtig, aber so können wir dich, glaube ich, nicht mit trainieren lassen. Da möchtest du noch ein bisschen anderes Outfit anlegen.
Das Elsterwelle Kalenderblatt. Am 10. März 1945 wurden die Gefangenen der KZ-Außenstelle Großrosen in Kamenz auf den Todesmarsch geschickt. An diesem Tag wurde das Lager in der Tuchfabrik Nosko & Co. sowie eine Montagestätte für Flugzeugmotoren an der Grenzstraße aufgelöst. Von November 1944 bis zu diesem Tag starben nachweislich 182 Häftlinge in der Lessingstadt. Von den etwa 1000 Häftlingen, die auf den Todesmarsch geschickt wurden, kamen nur 690 in Dachau an. Seit 2011 erinnert eine Gedenkstätte im Kamenzer Herrental an die Opfer des KZ. Das Elsterwelle Kalenderblatt. In das berufliche Schulzentrum Konrad Zuse in Hoyerswerda wird am Samstag zum Tag der offenen Tür eingeladen. In der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr kann man sich in der modernen Einrichtung umschauen und alles über die vier verschiedenen Bildungsrichtungen erfahren. Im Autohaus Neustadt im Hoyerswerder Industriegelände findet am Samstag eine Handwerker-Hausmesse statt. Von 9 bis 16 Uhr laden Aussteller verschiedener Gewerke zum Netzwerken und Erfahrungsaustausch ein. Präsentiert wird dabei auch der neue VW Crafter. In Bischofswerda wird am Samstag zu einer historischen Altstadtführung durch die verwinkelten Gassen eingeladen. Los geht's um 10 Uhr vor dem Rathaus. Im unteren Foyer der Hoyerswerder Lausitzhalle finden am Samstag von 9 bis 13 Uhr eine Münzen- und Sammlerbörse und in der Zeit von 10 bis 12 Uhr eine Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse statt. Der Kunstverein lädt am Samstag wieder zum Brigitte-Reimann-Spaziergang durch Hoyerswerda ein. Treff ist um 10 Uhr vor dem Hauseingang in der Hermannstraße 20. Das Cinemotion in Hoyerswerda bietet neben dem regulären Filmprogramm am Samstagabend wieder eine Live-Übertragung aus der Met in New York an. Zur Aufführung gelangt diesmal Verdis La Traviata. Los geht's 19 Uhr. Mit dem Lausitzer Wanderverein kann man sich am Sonntag auf Wanderwege im Bergland der Westlausitz beim 33. Elstra Frühlingstest begeben. Treff ist um 7 Uhr mit dem PKW auf dem Parkplatz Bonhoeffer Straße in Hoyerswerda. In der Sporthalle des beruflichen Schulzentrums Konrad Zuse in Hoyerswerda findet am Sonntag das zweite Turnier der VBH Handball Grundschulliga statt. Die Mädchen und Jungen der Klassen 1 bis 4 stehen sich dabei ab 10 Uhr im sportlichen Vergleich gegenüber. Zuschauer sind herzlich eingeladen. Am Sonntag findet in Oberlichtenau eine Börse für gebrauchte Kindersachen statt. Angeboten werden saisonale Kinderbekleidung, Schuhe, Spielzeug, Bücher und alles rund ums Kind. Zwischen 14 und 17 Uhr sind alle Interessierten dazu in die Kita im Bürgerhaus Oberlichtenau herzlich eingeladen. Lyrik und Prosa stehen am Sonntag im Café Auszeit der Kulturfabrik im Bürgerzentrum Braugasse 1 in Hoyerswerda bei einer Lesung der Autorengruppe Pegasus im Programm. Treff ist 15 Uhr. Und die neue Bühne Senftenberg zeigt am Sonntagabend im Theaterkino den DDR-Film Der nackte Mann auf dem Sportplatz aus dem Jahr 1974. Vorstellungsbeginn ist 19 Uhr. In der Nacht zum Samstag teils länger gering bewölkt und trocken. Es besteht eine leichte Nebelneigung bei Tiefstwerten zwischen plus 2 bis minus 1 Grad. Am Samstag im Tagesverlauf Aufzug dichter Wolkenfelder, aber meist trocken. Zwischendurch mitunter wieder größere Auflockerungen mit etwas Sonnenschein, dazu maximal 8 bis 11 Grad. Am Sonntag und auch am Montag ruhiges und trockenes Hochdruckwetter. Nach örtlichem Frühnebel erwarten uns am Himmel oft längerer Sonnenschein und nur einige lockere Wolkenfelder. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Freitag, liebe Zuschauer. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Schauen Sie auch am Montag wieder rein, dann berichten wir unter anderem von der Handball-Grundschulliga. Und bis dahin, alles Gute.